Hallöchen, meine kleinen Wölfchens. Willkommen zu Dead by Daylight. Ich versuche mich heute an dem Achievement geschickte Michaela. Eine Killer Korrupte. Das heißt, ich spiele nur mit ihren drei einzigartigen Perks. Das wären einmal Segen, Schattenschritt, Segen, Kreis der Heilung und Hellsicht. Genau, dann gucke ich jetzt mal, ob ich hier ein Totem finde. Ja, da drüben. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, leck, leck, leck. Okay. Mano. Ah, wir haben den Trickster. Mach doch mein Totem kaputt. Dann schaue ich hier mal. Hier. So. Das Totem segne ich jetzt. Ah, der kann das auch. Ah, dann habe ich nichts gesagt. Entschuldigung. Jetzt suche ich mir aber erstmal einen Generator. Und da haben wir einen, der nicht gesperrt ist. Sehr schön. Hat er... Nein. Ich hatte gerade kurz die Musik. Ja, mit den beiden Segnungsperks, das seht ihr ja, da leuchten die Totems bläulich, also blau. Mit Segenkreis der Heilung. Warum? What the heck? Und der Killer sieht halt auch keine Kratzspuren. Deswegen renne ich jetzt da hinten lang. Genau, er sieht keine Kratzspuren so lange. Okay. Oh nee, bitte lass mich doch in Ruhe. Gott, keine Ahnung. Ah, den Turn haben sie fertig gemacht. Okay, jetzt hat er die Elodie. Was habe ich vorhin gesagt? Also mit dem Perk-Kreis der Heilung kann man sich dann selbst heilen, wenn man in diesem Radius ist. Man braucht dafür überhaupt kein, ja, kein Medikit, keine Selfcare, so diese Selbstheilungsperks. Es geht dann einfach mit Hilfe des Totems. Und es hat auch den Effekt, man heilt sich zu 100% schneller. Das ist schon richtig krass. Jetzt war mein anderes Totem da hinten weg, aber ich will jetzt hier geschützt sein. Und dann mit dem Perk Schatten sieht der Killer eben keine Rennspuren und deine Aura bleibt verborgen. Wenn der Killer jetzt Barbecue oder sowas hat, dann kann er dich nicht sehen. Das ist eigentlich richtig gut. Sprich, man muss nicht in den Schrank gehen. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass das Totem so laut ist. Also ich höre da manchmal tatsächlich nicht, wenn der Killer kommt. Genau. Mit Weitwitzwerk. Vielleicht sollte ich mal. Sonst haben wir auch drei Chans an einer Seite. Also wir haben da einen Chan, da einen Chan und hier den. Oh shit. Deswegen gehe ich nachher da drüben hin. Okay. Wird die andere noch gerettet oder nicht? Aha. Ich laufe jetzt.
Warte und hoffe, dass er den Twine aufhebt. Die Ace wird gejagt. Ja, Elodie, komm mit. Oh, sehr gut, sehr gut. Hat ihn mit der Palette gerettet. Wo ist jetzt die Elodie? Ach, keine Ahnung. Doch, hier. Ja, dann heile ich dich mal fix. Eigentlich könnte ich ja mein Medikit benutzen, dann geht's schneller. So. Gehen wir jetzt hier ran. Ja. Ja, der Typ da ist so ein bisschen territorial drauf. Oder der. Ach, nö. Warum machst du den Turn jetzt fertig? Jetzt haben wir eigentlich echt ein Problem. Also entweder macht die das Camperzeichen. Bin mir gerade nicht sicher. Hier, du machst hier weiter. Ich darf ja noch retten gehen. Deswegen gehe ich jetzt mal. Solange der Ace gejagt wird. Ich höre hier auch nicht. Kann ich sein, dass der Freund den hat. Ich mach das mal sicherheitshalber weg. Ah, der Twilight hat Anführer, dadurch geht es schneller. Ist ja cool. Wer hat das Tote mitgemacht? So. Okay, geht ins Gebäude rein und ich. Okay, der Twilight geht schon, okay, alles klar. Dann gehe ich noch mal kurz da hinten hin. Guck noch mal nach dem Totem. Ups, hoppala. Okay, das. Guck mal, wo war das denn? Das war da hinten, ne? Ja. Ich segne das jetzt einfach noch mal ganz kurz. Weil sollte er einen Note haben, dann kann es da nicht übergehen. Kann es da nicht drauf gehen. Okay, sehr gut. Da ist ein Tor, dann gehe ich doch da mal hin. Also hässlich kann ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, nur benutzen, wenn ich die letzte Überlebende bin. Scheiße. Mal, aber da hinten war doch noch eins. Da gucke ich schnell. Direkt hier am Dingens. Ja, sie macht das schon weg. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, ich gehe die ans Tor. Ah, der hat keinen Ausweg. Okay. Das ist natürlich jetzt sehr belastend. Ja, den anderen, das schafft man nicht mehr. Tut mir leid. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sekunden hatte ich. Kein Ausweg. Ach, ist weg. Da rennt die Elodie. Ich versuche jetzt. Ja. Dwight ist hier. What, Dwight? Okay. Yay, wir haben es geschafft. Die geschickte Michaela. Sehr gut.
meine, ich hatte recht wenig Killerkontakt, muss ich sagen. Mal kurz gucken, was die. Ah, okay, ist auch drauf. Alles klar. Genau. So, was haben wir denn hier alles? Was hatte der Barbecue? Kein Ausweg, genau, Korrupte und Norbert. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass die Runde euch gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.